Willkommen in Norwegen. Bude ist 2024 europäische Kulturhauptstadt. Ich war für euch vorab in der arktischen Region unterwegs, um einige der spannendsten Orte und Personen zu besuchen. Mein Name ist Alva Germann, ich bin deutsche Journalistin, Autorin und habe ein Buch über die norwegische Kultur und Gesellschaft geschrieben. Es heißt I Did It Norway. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Roadtrip durch den kreativen Norden. We are very impulsive here, and we just let everything go when the sun is shining. Like today, you are here with me now. It's quiet, beautiful weather. If it would be another weather, we would be inside my workshop and making pottery instead. This is probably my favorite time of the year, because summertime, it's so many people here. It's difficult to concentrate on working. It's always people coming in, and I'm not so good in saying no. But it's nice to have a break. At this time of the year, you can see cosmos. And that's quite far, and when the sky is clear and there is no electric light disturbing to see just up in the cosmos. It's fantastic. And aurora borealis and all those things, then you feel really connected to the universe and everything around you. Es freut mich besonders, dass man eine Kulturstadt in Nordnorwegen hat. Nicht im Kontinent, wo so viele Leute sind, aber hier oben, wo man so viele andere Qualitäten hat als eine Stadt. Jedes Mal, wenn ich in Oslo war und hier zurückkomme und mit das erste Schritt an der Brücke hier an der Insel, dann kommt die Ruhe zurück. Das ist merkbar. Und wie würdest du jemanden, der noch nie in Nordnorwegen war, beschreiben, was das arktische Lebensgefühl ausmacht? Ruhe. Ein Wort. Ruhe.